Guten Abend und natürlich herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar hier bei JFT Brokers und natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFT Brokers, die diese ganzen Webinare mit ermöglichen. Also, was haben wir denn eigentlich heute? Heute der 26. September 2018. Wow, nur noch 3 Monate haben wir in diesem Jahr. Naja, schauen wir mal, was noch dieses Jahr alles so passieren wird. Ist ja viel los. Also auf der Weltbühne, in Deutschland, naja, und eigentlich fast überall. Aber all das soll uns heute gar nicht wirklich direkt beeinflussen, denn wir widmen uns wieder genau einem Thema, nämlich Aktientrading-Strategien. Und ihr wisst, es ist heute Teil 2. Und ich werde natürlich nachher kurz auch sowas machen wie in jedem Serienfilm, also so nach dem Motto, was bisher geschah, das wiederhole ich nochmal kurz. Aber natürlich auch der Hinweis, auch das letzte Webinar, so wie dieses, es werden natürlich aufgezeichnet und ihr findet dann die Aufzeichnung auf dem YouTube-Channel von JFD Brokers, also ganz einfach auch zu finden, JFD und YouTube, und dann seid ihr eigentlich schon da. Also geht ganz einfach. Ansonsten, die Folien von heute sind auch schon wieder zum Download bereit. Und ja, es gibt auch heute wieder jede Menge Excel-Sheets. Wer die haben möchte, wie immer, kurze E-Mail. Ich kann sie leider hier nicht hochladen, genau wie die Folien, da hier nur das Format PDF möglich ist. Und das ist irgendwie nicht zielführend für Excel-Sheets. Also kurze E-Mail hier unten an meine Adresse. Und ich mache natürlich wie immer möglich, dass ihr die Excel-Sheets bekommt, da wir die Strategie hier tatsächlich auch gleichzeitig noch in Excel abbilden. Ich mache zwar noch ein bisschen drüber hinaus, immer mit meinen C-Programmen, um dann ganze Portfolios darzustellen, aber die Grundidee und auch die Grundmöglichkeiten könnt ihr dadurch auch direkt selber, wenn ihr wollt, in einem solchen Excel-Sheet auch nachbilden. Vielen Dank hier für die vielen Grüße, auch nochmal direkt hier in dem Chat. Also ihr wisst, Chat seht ihr alle im GoToWebinar-Control-Panel. Könnt ihr Nachrichten schreiben, Fragen stellen, wie auch immer, was ihr gerne wollt. Ich versuche es auch immer möglichst online hier mit zu beantworten. Hatte mal einen kleinen, also funktioniert nicht immer so ganz sauber, liegt aber daran, weil ich halt nicht wirklich multitaskingfähig bin und lesen und reden gleichzeitig ist dann immer gleich ein bisschen schwierig. Habe ich eigentlich schon gesagt, wer redet? Stefan Frodochowski, aber ich glaube, das war mittlerweile schon klar. Wie immer gerne direkt zum Du, auch wenn ihr eine E-Mail an mich schreibt. Ich rede euch ehrlich gesagt hier im Webinar in aller Regel auch immer direkt mit Du an. Ja, Aktientrading-Strategien. Bevor wir einsteigen, ihr wisst, die eine Folie, die muss natürlich mal wieder sein, da wir nun mal hier über unmittelbare Strategien reden und sicherlich auch der ein oder andere die Ideen hier aufnimmt und für sein persönliches Traden auch übernimmt, schließlich und endlich, wie immer, komplett auf eigenes Risiko, auf eigene Gefahr. Das muss einmal gesagt werden und soll natürlich hiermit auch geschehen. Wir machen heute Teil 2. Und ich kann schon mal gleich vorneweg sagen, wir brauchen noch einen. Teil 3 kommt auch im Oktober. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen das in 2 Terminen, aber ein dritter wird noch nötig sein. Weil ich bin noch nicht zufrieden. Und ihr werdet nachher auch sehen, warum nicht und was mich noch stört. Und warum ich der festen Überzeugung bin, dass wir es noch ein bisschen besser machen können als das, was wir hier tun. Und das dann wiederum ohne. Und das ist hier so ein bisschen grundlegend. Wir gehen hier ein bisschen anders vor. Ich mache hier nicht sozusagen Brute-Force-Optimierungen und schaue, welche Aktie ganz genau ich wie traden könnte und besonders tolle Ergebnisse erziele. Nee, ich versuche immer alles gleichzeitig für das Gesamtportfolio zu machen. Also sprich, ich schaue in Summe immer auf die 100 Aktien vom S&P 100. Und will gar nicht jede einzelne Aktie einzeln optimieren. Das könnte ich natürlich tun, das wäre gar kein Problem für mich. Wahrscheinlich in 1-2 Tagen Arbeit wäre das durchgenudelt. Und ich will hier mal bewusst auch anders vorgehen. Einfach auch methodisch mal wieder einen anderen Akzent zu setzen. Und um vor allen Dingen auch einen Akzent zu setzen, der vielleicht auch etwas einfacher ist für euch, um praktisch ähnliche Dinge auch selber zu entwickeln. Jetzt müssen wir natürlich kurz nochmal wiederholen, was wir denn hatten. Wir hatten schon gesagt, okay, warum wir Aktien traden? Sowieso, weil ist einfach eine Bereicherung. Und wir haben einfach diesen Long Bias, der fundamental
uns zugutekommt. Das heißt, prinzipiell gehen erstmal Aktien eher nach Norden. Das ist immer praktisch. Und wir traden hier ohnehin nur Long, weil ich auf das Real Stock Trading abziele, also echte Aktien kaufen, keine Short Trades. Dann gibt es auch den schönen Nebeneffekt noch, dass wir die Dividenden haben. Und der dritte schöne Nebeneffekt ist natürlich auch noch der, dass gerade hier bei JFD Brokers die Kommission, also die für einen Roundturn, also kaufen und verkaufen, gerade mal $2 ist. Und das ist so ziemlich unschlagbar verglichen mit, wenn ihr mal bei eurer Hausbank nachfragt, was denn da so ein Roundturn, also einmal kaufen und wieder verkaufen, denn dann kosten würde. Also, von daher haben wir einiges, was auf unserer Seite ist. Gut, jetzt haben wir uns schon drei Strategien angeguckt. Nämlich, die eine war einfach eher mal Cross. Eine Trailing Stop, was nicht wirklich eine Strategie ist, sondern eigentlich eine Methode, seinen Stop-Loss zu verwalten. Aber wir haben sie mal einfach brutal hier auch als Strategie verwendet. Und schließlich endlich das, was ich als das Highs Trading bezeichnet habe, weil da gucken wir immer so, wie lange ist denn das letzte Hoch her, also zeitlich, also wie viele Tage? Da ich ja hier die Sachen auch mal auf Englisch mache, benutze ich hier auch den Shortcut dafür. Der heißt nachher immer DSH oder ausgesprochen dann Days Since High. So taucht das ein bisschen zu Variablen nachher in den Programmen auf. Also egal. Da gucken wir auf Hochs und wie lange sind die her. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an, was wir da an Resultaten haben. Und stehen geblieben haben wir natürlich, okay, wir haben jetzt drei Einzelstrategien und konnten eigentlich schon sehen, dass wir damit schon ziemlich viel erreichen können. Und die Idee ist natürlich als nächstes zu sagen, gut, was hindert uns daran, diese Strategien zu kombinieren? Und wenn wir diese drei Einzelstrategien kombinieren, kriegen wir in Summe vier Möglichkeiten. Nämlich immer ein Zweierpärchen, davon haben wir drei Stück. Und dann schließlich und endlich natürlich alle drei Methoden gleichzeitig angewendet. Und natürlich muss man noch fragen nach ein paar Details, aber da kommen wir natürlich noch drauf. Also diese vier Kombinationen wollen wir uns natürlich dann mal anschauen. Und was das denn dann an Verbesserung auch bringt, verglichen mit diesen Einzelstrategien oder den Einzelmethoden. Das gucken wir uns sowohl in einem Excel-Sheet wieder am Beispiel der Apple-Aktie an, als auch nachher wieder auf einem gesamten Portfolio. Dann natürlich wieder die 100 Aktien vom S&P 100, die dann in Wahrheit 102 Aktien oder 101, ist ja schon wieder vergessen, egal, sind, warum auch immer. Aber das müssen andere beantworten und nicht ich. Schließlich und endlich, mir reicht das noch nicht. Und ich will auch zeigen, warum. Und dann gucken wir mal, was wir denn da noch raus ableiten können. Obwohl wir, das sage ich schon mal gleich vorneweg, obwohl wir den, okay, ich kriege gerade nochmal den Hinweis, okay, EMA und Trading, das soll natürlich EMA und Trailing heißen. Vielen Dank für den Hinweis. Also die Kombination 1, die hier geschrieben ist, heißt natürlich, wir machen den EMA Cross zusammen mit dem Trailing Stop. Okay, das ist ein lustiger Rechtschreibfehler. Eigentlich kein Rechtschreibfehler, sondern ein Bedeutungsfehler. Also einfach das falsche Wort genommen. Was ich vorneweg schon sagen kann, ist, wir schlagen den Benchmark. Wir sind schon deutlich besser als sozusagen das zugrunde liegende Underlying. Auch wenn ich ehrlich gesagt den S&P 100 als nur nicht mit einer langen Historie gefunden habe. Deswegen vergleiche ich das einfach mal nachher mit dem S&P 500. Aber da wird sich nicht viel tun, das weiß ich. Also wir schlagen schon den Benchmark und trotzdem bin ich noch nicht zufrieden. Also deswegen müssen wir noch gewissermaßen nachsitzen und werden uns noch was überlegen, wie wir das Ganze nämlich noch weiter verbessern können. Gut. Aber natürlich kurz, was bisher geschah. Wir hatten drei Grundvarianten. Die erzähle ich noch mal ganz kurz hier, einfach deshalb, weil wir die ja auch gleich wieder brauchen, nur dann halt in Kombination. Die eine Variante ist die, dass wir einen EMA Cross machen. Sprich, wir öffnen einen Trade, wenn unser Kurs oberhalb des Closes des Vortages ist. Also der Close-Kurs von gestern muss oberhalb vom EMA von gestern gewesen sein. Dann würden wir heute, also sprich, wenn wir US-Aktien traden, um 15:30 Uhr einen Trade eröffnen. Soll praktisch bedeuten, wir haben die ganze Nacht lang Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Brauchen wir sicherlich nicht die ganze Nacht und den ganzen Tag für bis 15:30 Uhr. Es reicht dieser eine Vergleich, aber reagieren tun wir immer zum
Open dann des Tages. So ist einfach die Logik. Und wir schließen, wenn der Close des Vortages unterhalb des EMAs vom Close des Vortages ist. Und schließen tun wir wiederum zum Open. Das heißt, also erst am nächsten Tag. Variante hat keinen Stop-Loss. Ist auch hier bei Aktientrading durchaus erlaubt, will ich mal sagen. Einfach deshalb, naja, mehr als das, was wir einsetzen, können wir also auch nicht verlieren. Das ist schon mal gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass über Nacht ein Wert auf Null rutscht, ist sicherlich ziemlich gering, auch wenn wir schon mal in der Finanzkrise des Gegenteils belehrt wurden. Aber das passiert nur sicherlich nicht jeden Tag. Und es hat damals auch nicht alle Aktien gleichzeitig getroffen. Gut, wir investieren immer pro Aktie $1,000 und daraus rechnet sich dann die Positionsgröße. Also das ist EMA Cross. Eigentlich ganz einfach. Wir schauen auf dem EMA, um zu entscheiden, wie wir traden. Der Trailing Stop, den wir anwenden, sowohl als Methode als auch hier als Strategie, der funktioniert auch wieder ganz einfach. Wenn wir einen Trade, wir eröffnen einen Trade und wir setzen einen Stop-Loss x Prozent unterhalb unseres Open von dem Trade. Naja, und jetzt schauen wir immer, ob wir ihn nachziehen können. Und dazu orientieren wir uns immer am Vortag. Vom Low des Vortages ziehen doch unsere x Prozent ab und fragen, können wir das dann höher ziehen? Wenn ja, dann tun wir es. Okay, dann ziehen wir das nämlich genau auf Low-Vortag minus die x Prozent nach. So ziehen wir unseren Trailing-Stop hinterher. Und das soll uns natürlich gerade in einer Trendphase einfach, naja, irgendwann werden wir natürlich ausgestoppt, dann ist der Trade auch mal zu Ende. Aber ansonsten ziehen wir den einfach als Trailing Stop hinter uns her. In dieser Brutalität, weil ich das ja hier nicht nur als Methode, sondern auch als Strategie anwende, heißt das, okay, Trade wird ausgestoppt, am nächsten Tag wieder Long rein. So ist jetzt hier erstmal die Methode. Ist brutal, weiß ich, und ist natürlich auch in Frage zu stellen, auch richtig. Aber wir wollten ja gucken, was denn damit erreichbar ist. Dritte Variante war das Highs Trading. Das heißt, hier fragen wir einfach innerhalb eines Jahres, wann war das letzte Hoch? Okay, und wenn jetzt das letzte Hoch nicht älter ist als x Tage, das ist hier wieder unser Freiheitsgrad, unser Parameter, dann eröffnet man einen Trade. Okay, das ist die Trade-Eröffnung. Jetzt müssen wir noch natürlich sagen, wie wir schließen. Und da habe ich willkürlich gesagt, okay, also das letzte Hoch darf nicht länger sein als zweimal diese x Tage. Wenn es das letzte Hoch länger her ist, dann heißt das ja, diese Aktie will nicht mehr. Die will keine neuen Hochs machen. Und weil sie sozusagen nicht vorwärts kommt, beenden wir den Trade. So ist die Logik. Auch wieder kein Stop-Loss, was aber durchaus zulässig ist. Gut. Summary all unserer Erkenntnisse, was wir dann als Equity-Kurven dann auch herausgekriegt haben. Hier, also ich könnte auch den Bildschirm noch ein bisschen größer stellen, aber es geht ohnehin nicht genau um die Zahlen. Also ich kann immer so sagen, wir bilden hier so die letzten 16 Jahre ungefähr ab und das ist die X-Achse und die Y-Achse sind einfach in dem Fall US-Dollar, also unser Profit. Rot und blau, blau steht hier für die Balance, also abgeschlossene Trades. Rot steht für die Equity, das heißt inklusive der Floating Losses oder Profits. Hier sind es meistens sind wir oberhalb vom der Balance, was heißt das? Das heißt, dass wir gerade immer Floating Gewinne haben. Und ich habe einfach mal für drei Parameter der jeweiligen Einzelstrategien hier nochmal zur Erinnerung die Equity-Kurven aufgemalt. Getradet werden, wie gesagt, die 100 Aktien des S&P 100. Und zwar einfach als Portfolio gleichgewichtet. Wann immer wir eine Aktie traden, dann traden wir sie mit $1,000. Und irgendwo sehen natürlich die Equity-Kurven durchaus sehr ähnlich aus. Was man halt unmittelbar erkennt, fangen wir mal ganz hinten an, wenn wir einfach nur Stop-Loss initial beim Trading-Stop auf 16% setzen, naja, dann in der Finanzkrise leiden wir besonders. Warum? Weil wir, nachdem wir ausgestoppt werden, immer noch am nächsten Tag direkt wieder einsteigen. Deswegen leiden wir genau in der Finanzkrise hier besonders. Das kriegen die anderen beiden Varianten, die mit den Hochs geht, dieses DSH, Days Since High 64,
kriege das eigentlich sogar mit am besten hin. Und eine EMA-Strategie kommt in Summe auch ganz gut klar. Eine andere Erkenntnis, die wir schon hatten, das betrifft nochmal insbesondere einen Blick auf Stop-Losse. Wer Aktien tradet, kommt schnell zum Schluss, und das konnten wir auch hier auch sehr schön zeigen, also so mit kleinen Stop-Lossen, so ein halbes Prozentchen oder so, kann vergessen. Damit werden wir nicht glücklich, damit werden wir fast immer nur ausgestoppt. Wir müssen hier wirklich Luft haben. Also so unter 4% ist nahezu wenig möglich. So viel Stop-Loss müssen wir selbst initial uns geben. Ich will das jetzt nicht total verallgemeinern und sagen, man kann keine Aktien mit kleineren Stop-Lossen traden, aber da braucht man auch ganz andere Kriterien für Ein- und Ausstieg, also insbesondere für den Einstieg wahrscheinlich. Also möglich ist wie immer auf dieser Welt nahezu fast alles, aber Tendenz ist hier, also die Trades bei Aktien brauchen Luft. Natürlich weiß ich auch, dass wir würden sicherlich keinen Euro-US-Dollar-Trade mit 16% Stop-Loss eröffnen. Aber wir traden ja hier auch nicht Euro-US-Dollar, wir traden Aktien. In Summe zeigt sich nämlich, dass Aktien ziemlich volatil sind. Das ist mit auch der Grund. Und ja, immer ausgestoppt werden, geht dann nachher auch ans Konto. Natürlich ist der Stop-Loss gut, aber ein bisschen was muss man gerade bei den Aktien hier auch aussitzen können. Gibt übrigens ein prominentes, also zahlreiche Prominente, die genau damit auch wirklich gut reich geworden sind. Gibt noch eine genaue Frage zum Trailing Stop. Gilt der als Intraday Stop Loss oder nur zum Daily Close? Nein, der ist sozusagen so wie im MT4, wie man es machen würde, der ist wirklich gesetzt. Das heißt, wann immer der innerhalb des Tages gerissen wird, dann wird er halt gerissen. Also sprich, er ist da und wir fragen, gucken nicht, weil insofern, das passt nämlich, wir hätten natürlich auch fragen können, ob wenn nur auf Close-Kurs-Basis der Stop-Loss gerissen wird und dann würden wir halt den Trade beenden. So ist es nicht gemeint, nein, sondern es ist ein realer, dauerhaft platzierter Stop-Loss. Genau anders als beim EMA Cross. Beim EMA Cross, da fragen wir wirklich explizit auf Close-Basis. Nur wenn der Close unterhalb vom EMA ist, wird der Trade geschlossen und nicht, weil wir irgendwann am Tag den EMA mal durchkreuzt haben. Gut, das waren die drei Einzelmethoden und man konnte auch sehen, naja, also ein EMA noch größer geht, ein bisschen kleiner, ein bisschen heißt hier Faktor 2, weil ich mache hier immer alles in Zweierpotenzen. Geht auch und genauso ist es hier auch bei den anderen. Das heißt, sowohl der Faktor 2 nach oben als auch der Faktor 2 nach unten machen zwar die Equity anders, aber sie machen sie nicht kaputt, was schon mal grandios ist. Also ich meine, wir fragen hier nach Parametern, wo wir uns leisten, die mal eben um den Faktor 2 zu ändern. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Also da kann man schon nicht mehr von Nachbarschaft reden, sondern das ist schon eine der Faktoren-Nachbarschaft sozusagen. Also schon beeindruckend auch gleichzeitig. Gut, jetzt wollen wir natürlich die Sachen kombinieren. Und wie ich gesagt habe, jetzt gibt es natürlich allein aus kombinatorischen Gründen gibt es natürlich dann vier Möglichkeiten. Nämlich, ja, hoffentlich habe ich es diesmal richtig geschrieben, ja, EMA und Trailing Stop. Beides gleichzeitig angewendet, dann EMA und Highs und Trailing Stop und schließlich endlich alles drei. Wenn ich diese Varianten schon so beschreibe, würden theoretisch schon gleich wieder Untervarianten entstehen. Das wird bei mehreren Dingen deutlich. Fangen wir mal ruhig beim ersten an. EMA und Trailing. Okay, der Einstieg ist klar. Der richtet sich hier ausschließlich nach dem EMA, weil der Trailing, so wie wir die Strategie eingeführt haben, würde ja immer einsteigen, wenn gerade kein Trade offen ist. Also der Einstieg würde hier durch den EMA bestimmt werden. Gut. Aber was ist jetzt mit dem Ausstieg? Natürlich gibt es zwei Möglichkeiten. Also eigentlich haben wir ja zwei Logiken. Das eine ist, der Stop-Loss greift, der Stop-Loss vom Trailing, oder wir kreuzen den EMA. Die Logik, die ich hier mal anwende, ist die, für den Einstieg verwende ich immer eine Und-Verknüpfung, wird beim Beispiel 2 gleich deutlicher. Und beim Ausstieg sage ich eine Oder-Verknüpfung. Was bedeutet, der Trade-Ausstieg hier
kann, wird sowohl durch den EMA getriggert werden beim ersten, als auch durch den Trailing Stop. Beides ist möglich. Hier ließen sich natürlich zum Beispiel für den Ausstieg auch andere Varianten machen. Also, dass nur einer von denen zum Ausstieg schon nur herangezogen wird. Ich verwende jetzt hier ausschließlich beim Ausstieg, sobald einer sagt raus, gehen wir raus. Warum sage ich das? Wird insbesondere beim EMA noch EMA und HEIS noch deutlicher. Da ist es sowohl jetzt beim Einstieg ist es nötig, dass beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt werden. Das heißt, wir müssen oberhalb vom EMA sein und das letzte Hoch darf nicht länger als unsere X Tage her sein. Beides muss erfüllt sein. Dann gehen wir in den Trade rein. Für den Ausstieg reicht für mich einer. Also wenn wir durch den EMA kreuzen oder wenn wir unsere zweimal High X Tage verletzen, dann gehen wir auch wieder raus. Also Einstieg immer mit einer Unverknüpfung, Ausstieg sozusagen eine Oder, also einer reicht, um den Trade zu beenden. Und so ziehe ich durch, auch wenn natürlich wir hier noch weitere Kombinationen hinkriegen würden. Gucken wir uns das Ganze mal an, und zwar direkt halt für eine dieser Strategien, und zwar auf Apple wieder. Wie immer machen wir alles auf Apple-Basis. Ich sagte letztens schon, es ist einfach der erste gewissermaßen im Alphabet der S&P 100 Aktien. Das ist der eine Grund, warum ich genau Apple nehme. Und der andere ist zugegebenerweise, Apple läuft halt auch sehr schön. Also ich meine, ich scroll mal eben kurz hier hoch. Wenn das der Kurs der Apple-Aktie ist und der ist ja auch schon sogar logarithmisch dargestellt, die Aktie geht halt sehr schön nach oben. Kann man ja nun mal nicht anders sagen. Okay, das Excel-Sheet ist quasi jetzt immer kombinatorisch zusammengesetzt aus den, die ihr schon habt oder die wir letzte Woche schon hatten. Dann ist immer gelb markiert die zwei Felder, an denen man drehen kann und sollte, wenn man an der Strategie jetzt optimieren oder die verändern möchte. Dargestellt ist dann immer hier gleich die Equity-Kurve, also genau genommen die Balance, also abgeschlossene Trades. Und jetzt kann man hier natürlich wieder rumspielen. Alles ist so hinterlegt, wie ich es gerade besprochen habe, also Einstieg mit dem Und, Ausstieg mit dem Oder und alles wird dem dann entsprechend verändert, also gerechnet. Das heißt, die zwei gelben Felder sind jetzt die, an denen wir drehen, der EMA-Periode und dem initialen Stop-Loss. Und das Ganze ist hier verknüpft mit einem Buy-Value von 1.000 Dollar, weil ich sagte, hey, 1.000 Dollar investieren wir immer. Und rot habe ich nochmal markiert, die Commission, die hier dann für den Round-Turn ist. Und jetzt haben wir zwar zwei Parameter, an denen man hier drehen kann, und das tun wir auch mal gleich, indem wir zum Beispiel am EMA wackeln. Okay, ihr seht auch gleich, dass das ein Stückchen nach oben gegangen ist, die Equity-Kurve. Ich gucke ehrlich gesagt immer nur hier auf diese eine Zahl und gar nicht so sehr auf die Equity-Kurve, sondern die eine Zahl, auf die ich immer gucke, ist dieses Opti, hat man schon in zahlreichen anderen Webinaren. Je kleiner, desto besser, weil ein Opti kombiniert sozusagen den Drawdown und die Steigung der Equity-Kurve. Hier gilt ja, die Steigung sollte möglichst groß werden, weil das heißt Gewinne. Und der Drawdown sollte natürlich möglichst klein sein in einer solchen Strategie. Und deswegen werden die zwei Zahlen auch durcheinander dividiert. Und weil der Drawdown im Zähler steht, muss das Ganze hier, der Opti, möglichst klein werden. Das heißt, wir können jetzt hier einfach auch die Strategie quasi optimieren, indem wir hier mal andere Stop-Losse ausprobieren. In Wahrheit ist es, also jetzt, das ist der initiale Trailing-Stop, der ist jetzt bei 4%. Das Opti ist sogar ein bisschen kleiner geworden. Also macht in Summe einen guten Eindruck. Und was halt auch gut ist, dass wenn ich hier die Parameter variiere, ja, die Equity-Kurve ändert sich, aber sie bricht nicht so mal eben ein. Also natürlich bricht die irgendwann ein, wenn ich hier mal auf den Stop-Loss von 1% gehe. Gucken wir mal, es ist noch nicht mal eingebrochen. Sie sieht scheinbar sogar noch immer ganz gut aus, allerdings ist Opti schlechter geworden. Machen wir es nochmal ein bisschen kleiner.
Also ob die wird zusehends schlechter. Also ein paar Prozent brauchen wir hier schon. Gehen wir mal in die andere Richtung auf 8%. Und dann kriegen wir hier durchaus was Gutes hin. Exo-Cheat, wie immer, stelle ich zur Verfügung. Und hiermit haben wir jetzt die Möglichkeit, EMA und Trailing Stop simultan anzuwenden. Als eine Variante. Wir hatten uns letzte Woche, also letzte Woche ist gut, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, auch schon beim letzten Mal, habe ich dazu dann immer eine besondere Auftragung gemacht, um zu schauen, wie gut läuft denn diese Strategie im Sinne von, was passiert, wenn man an den Parametern dreht. Und da habe ich so eine ganz verrückte Auftragung quasi erfunden. Und ich warte mal kurz, bis sie auch bei euch ist, damit das Reden hoffentlich synchron zum Bildschirm ist. Was hier passiert oder was ich hier gemacht habe, ist, ich habe ja die 100 Aktien alle einzeln untersucht. Und eine Zeile ist jetzt immer das Resultat von einer einzigen Aktie. Soll heißen, wenn jetzt hier die erste Zeile WFC ist, was auch immer das, wer auch immer das ist, der nächste ist Oracle, aber WFC, keine Ahnung, dann hat die über die 18 Jahre einen Verlust von 1727 Dollar erwirtschaftet. Das ist übrigens dann auch die schlechteste Aktie von den 100, deswegen steht sie jetzt hier als erstes, für den Parametersatz Stop-Loss 4%, EMA 40. Und ihr seht schon, dass die zweite Zeile dann die nächstschlechteste ist. Und die werden dann hier summiert. Das bildet hier nachher einmal so einen Bogen. Das heißt, so grob die ersten 50 Aktien waren alles Loser. Mit Stop-Loss 4%, EMA 40. Und erst danach, die waren dann Winner. Also die haben Geld verdient während der Zeit. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, jetzt geht es für einen anderen Parametersatz, weil das hier einfach danach ja sortiert ist, dann kommt EMA 80 und dann kommt EMA 160 und so weiter. Und der Stop-Loss kommt dann als nächstes. Also hier diese ersten fünf sind alle, die ersten fünf Bögen sind alle im Stop-Loss 4% und dann EMA 40, 80, 160, 320. That's it. Und so kommen dann die nächsten. Warum mache ich so eine Auftragung? Einfach um zu sehen, okay, was brauchen wir denn, um profitabel zu sein? Also man sieht sofort, die ganz kleinen Stop-Losse, die bringen nichts. Das sind nämlich alles die hier vorne sind. Also die ersten fünf, dann Stop-Loss auf 8%. Also 8% brauchen wir hier mindestens. Und bei den EMAs sehen wir auch, dass größere EMAs uns auch was bringen. Aber nicht ausschließlich. Wir sehen hier hinten zum Beispiel, wenn der Stop-Loss bei 16% ist, dass der EMA 160 besser ist als der EMA 320. Das heißt, wir kriegen ein Gefühl für unsere Parameter. Genau wie wir es beim letzten Mal auch schon bekommen haben, um zu entscheiden, was sollten wir denn wirklich sinnvollerweise verwenden. Und das können wir halt hier quasi in einem Blick sehen. Also kleine Stop-Losse, kleine EMAs sind ehrlich gesagt natürlich auch ein bisschen, wie erwartet, nicht so der Brüller. Das war jetzt EMA und Trailing. Gucken wir uns die nächste Variante an. Das heißt, wir gehen jetzt wieder auf die Apple-Aktie und gucken uns mal an Highs und Trailing. Das heißt, hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, unsere Parameter einzustellen. Natürlich diesmal die 2 Days since High. Also wie alt darf das letzte Hoch sein, damit wir einen Trade eröffnen? Und natürlich wieder der initiale Stop-Loss. Und das kann auch hier wieder variieren, zum Beispiel zu sagen, okay, machen ein bisschen weniger, nur 32. Jetzt habe ich vergessen, welches Opti da stand. Okay. Also es wird besser. 64 haben wir ein Opti von 1000 und bei 32, ups, das war keine 32, sondern eine 43, wird unsere Equity-Kurve schon besser. Gucken wir mal an, was passiert, wenn wir noch weiter runtergehen. Okay, dann wird es wieder schlechter. Das ist, wie
die Days since High, und das Ganze gucken wir auch mal beim Stop-Loss, gehen wir mal runter auf 2%, wird das Opti sofort deutlich schlechter, und gehen wir mal in die andere Richtung, 8%. Oh, das ist dann deutlich besser. Gucken wir nochmal an, wie es bei 4 war. Da hatten wir ein Opti von knapp 700, und bei 8 sieht es dann schon nochmal besser aus. Nehmen wir auch mal die 16, und na, da wird unbedeutend besser. Vor allen Dingen kriegen wir wesentlich weniger Trades. In Summe ebenfalls wieder ziemlich stabil, was ziemlich gut ist, was nämlich einfach heißt, wir brauchen nicht hier die super Optimierung machen, wir kommen gut klar. Also, ihr könnt wieder andere Kursdaten, als letztes Mal, wo ich noch gefragt nach dem Webinar, wo ich die Kursdaten her habe, das ist von der Internetseite Stock, ein bisschen komisch geschrieben, ST, zweimal O und dann Q.com. Da kann man diese Kursdaten auch von herunterladen. Eine andere Quelle wäre übrigens noch Yahoo Finance, um entsprechend hier die Kursdaten überhaupt zu haben. Ihr könnt hier einfach andere Kursdaten hier reinpacken, und schon habt ihr die Möglichkeit, halt auch andere Underlyings auch dann entsprechend selber zu untersuchen. Auch hier wieder der Gesamtblick in dieser ähnlich etwas merkwürdigen Auftragung, Highs und Trailing. Und da haben wir dann dieses Verhalten. Gleiche Logik. Also, wir fangen an mit Stop-Loss 4% und gehen dann mit den Days of Highs von 8 auf 16, auf 32 und so weiter. Hier fällt aber schon was auf. Wir haben sehr wenig Bögen, also die wirklich ausgeprägt nach unten gehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, grundsätzlich ist diese Variante besser als unsere EMA und Trailing. Weil wir bleiben in Summe quasi immer oberhalb der X-Achse. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier haben wir einen Hinweis, gerade diese Highs stellen sich als etwas sehr, sehr Gutes raus. Die Schlussfolgerung hatten wir auch schon bei nur Highs. Das Highs an sich, dieses Highs Trading, Days Since High, was ziemlich Gutes ist für dieses Aktientraden. So ein bisschen, woran liegt das? Naja, wir filtern dadurch automatisch die raus, die irgendwie stark sind. Weil nur wenn neue Hochs macht, die bleiben sozusagen in ihren Trades drin. Und auch nur wenn Hochs gemacht werden und nicht zu lange die Hochs her sind, dann eröffnen wir überhaupt den Trade. Das heißt, Highs Trading als Methode ist sehr gut für unser Stock Trading. Und ja, wir kriegen auch ziemlich gute Sachen hin. Natürlich insbesondere dann, wenn wir quasi den Trading Stop schon wieder fast ausschalten. Wenn wir den auf 32% setzen, dann ist der quasi ausgeschaltet. Und wir beenden die Trades eigentlich nur noch durch dieses zweimal Days Since High. Letzte Variante als Zweierkombination, die wir noch haben, ist dann, jetzt müssen wir kurz nachdenken, ist dann, nee, ich muss zur Apple-Aktie, und das ist dann Highs und EMA in der Kombination. Also auch dazu wieder das Excel-Sheet. Stop-Loss haben wir natürlich jetzt hier nicht. Auch wenn ja das Excel-Sheet sogar das noch vorsieht. Ich verwende ihn aber ganz bewusst nicht. Und auch hier haben wir mal wieder die Möglichkeit, mal zu schauen. Wir sehen übrigens jetzt hier schon, Opti ist sogar schon bei 300. Ups, also das ist schon ziemlich gut. Machen wir mal den EMA kleiner. Mal gucken, was passiert. Dann wird es schlechter. Gehen wir mal in die andere Richtung. EMA größer. Okay. Jetzt landen wir langsam in dem Problem, wir kriegen immer weniger Trades, weil wir die einfach halten. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir mit den Highs runtergehen. Dann kriegen wir auf jeden Fall mal wieder ein paar mehr Trades. In Summe sieht das aber auch sehr, sehr gut aus. Also machen wir mal einen EMA nur kleiner, allein schon, damit wir auch ein bisschen mehr Trades haben. Auch die Variante ist ziemlich gut und funktioniert. Und ihr könnt das
auch selber ausprobieren. Kommt gerade ein Hinweis und der ist absolut berechtigt. Das ist Heist Trading, hört sich an wie die Davos-Strategie. Das ist richtig. Die Davos-Strategie, wenn das mal googelt, da gibt es noch einen zweiten Begriff, der dann gerne auch noch mitfällt, ist was, also jetzt bei der reinen Davos-Strategie ist es so, dass man noch dann zusätzlich selektiert. Also mal angenommen, man guckt auf die 100 oder auf die 500 vom S&P 500, dann sucht man noch zusätzlich, tradet man nur die Trendstärksten. Leider wird meistens nicht definiert, wie die Trendstärke denn genau gemessen werden soll. Aber sei es drum, es ist richtig, das Ganze ist in Anlehnung tatsächlich an die Davos-Strategie, wie so immer gilt beim Traden, wirklich was erfinden. Also jetzt, also dieses Heist-Trading, ich behaupte wirklich nicht ansatzweise, dass ich das jetzt hier gerade erfunden habe, sondern es kommt tatsächlich von dieser Davos-Strategie. Da habe ich diese Grundlogik mir rausgepickt, weil ich ja einzelne Methoden hier auch mit genau untersuchen will. Gut, also auch hier kommen wir gut klar. Gucken wir uns auch hier wieder für die verschiedensten, also jetzt wieder für alle 100 Aktien und dann die Ergebnisse an, nämlich das ist Heiß und EMA. Und jetzt kriegen wir wieder ein bisschen mehr Beulen. Das heißt, irgendwie scheint unser EMA hier doch ein bisschen reinzufunken in Summe, wenn wir größere EMAs haben, weil hier ist die Grund, der erste Freiheitsgrad ist hier der EMA. Das heißt, die ersten fünf sind hier EMA 40, dann 80, dann 160, dann 320. Was stellt man fest? Okay, grundsätzlich beides sollte möglichst groß sein. Also die Days sind high und EMA ebenfalls eher größer. Trotzdem hatten wir vorher, unsere Beulen nach Süden waren weniger. Nochmal der Hinweis. Okay, gerade die Logik der Days sind high ist scheinbar das eigentlich Treibende für die Profitabilität unserer Strategie. Ist natürlich jetzt erstmal eine kühne Behauptung. Bevor wir da noch genauer drauf kommen, natürlich erst nochmal eben die letzte Variante, nämlich, dass wir alle drei Parameter haben, mit denen wir arbeiten können. Also natürlich gibt es jetzt hier drei gelbe Felder, ein EMA, die Days Since High und natürlich den Stop-Loss. Und hier habe ich bewusst mal auch was mit einem kleineren Stop-Loss gemacht. Das führt natürlich auch mal zu einfach zu mehr Trades. Also hier sind immerhin 171 Trades auch mal durchgeführt worden. In Summe schöner wird die Equity-Kurve natürlich hier wieder mit einem größeren Stop-Loss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf 8 den initialen Stop-Loss setze, dann wird die Equity einfach wieder deutlich schöner. Aber lassen wir mal ruhig bei 8. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht eine einzelne Aktie hier optimieren. Da machen wir nochmal genauer der Grund. Sonst machen wir manchmal Optimierungen rauf und runter. Ja, aber dann sind wir auch in aller Regel auf kleineren Zeiteinheiten. Und damit haben wir eine andere Statistik. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also 10 Jahre Kurshistorie bei 250 Handelstagen sind gerade mal 2500 Kerzen. Okay, 2500 ist natürlich schon Statistik, die ja nicht bestreiten. Aber wenn man sich mal jetzt hier genauer guckt, jetzt mache ich hier gerade 58 Trades. Okay, ich habe auch nicht nur 10 Jahre Kurshistorie, sondern hier knapp 18 Jahre Kurshistorie. Dann sind wir, weiß ich nicht, bei 4.500 Kerzen. Ich bin halt immer vorsichtig, dass wir nicht überoptimieren in einer so kleinen Selektion von Daten. Und deswegen auch gar nicht so sehr der Versuch, die Einzelaktie hier zu trimmen, sondern immer der Blick auf das gesamte Portfolio. Machen wir das tatsächlich hier auch schon mal für diese Kurvenauftragung, also die immer so gerne mit dem Beulen nach unten losgeht. Jetzt wird es natürlich ein bisschen unübersichtlich, weil jetzt haben wir schon drei Parameter. Also da jetzt die Details noch rauszulesen, wird nicht ganz einfach. Also ich habe hier natürlich jetzt sowohl den Stop-Loss als auch den EMA,
als auch die Days Since High in verschiedenen Schritten durchgespielt. Und okay, Beulen kriegen wir, allerdings liegen die Beulen im Wesentlichen am, also am Stop-Loss beziehungsweise an zu kleinen EMAs. Gucken wir jetzt einfach das anders an. Jetzt haben wir schon alles Mögliche uns angeguckt an Parametern. Jetzt müssen wir uns aber auch mal komplette Equity-Kurven angucken. Jetzt gibt es natürlich theoretisch hier gleich schon 30 verschiedene Equity-Kurven, die wir uns angucken. Okay, ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe ein bisschen selektiert. Das heißt, ich habe mir hier bestimmte jeweils rausgesucht und habe für die dann tatsächlich mal die Equity gegen die Zeit erstellt, indem ich tatsächlich die 100 Aktien alle einzeln betrachtet habe und dann alles datumskonform wieder aufaddiert habe. Das ist natürlich das, was wir hier jetzt machen müssen. Ich will es mal an einem Beispiel zeigen, wie dann so eine Equity-Kurve aussieht und dann gehen wir auch schon gleich auf die eigentliche Übersicht, weil wir sollten das wirklich als Ganzes betrachten und auch direkt miteinander vergleichen. So, nehmen wir da mal die Equity-Kurve Days Since High und Stop-Loss 16%. Dann sieht das Ganze so aus. Also altbekannte Auftragung. Hier nur zur Erläuterung, was wir hier alles genau sehen. Erstmal dahinter im Excel-Sheet nicht irritiert sein. Hier, auch wenn jetzt eine Zeile hier irgendwie mit der Merkaktie scheinbar betitelt ist, das ist die Summation aller Aktien. Der vordere Name hat nichts mehr damit zu tun. Es ist die Summe für den gesamten Tag. Also alles ist hier nach Tagen zusammengefasst. Ansonsten hätte dieses Excel-Sheet rund 300.000 Zeilen. Das habe ich aber schon alles vorher komprimiert. Also die einzelnen Zeilen sind immer die Summe für alle Aktien für den betreffenden Tag. In der Equity natürlich gewohnt, Datum unten, Y-Achse natürlich hier einfach in US-Dollar und dann wieder Equity und Balance. Und das zweite Bild hier zeigt das, was gewissermaßen die Invested Sum ist. Also in der Finanzkrise, das ist das, wenn jetzt hier alles nach unten geht, sind wir halt irgendwann kaum noch investiert. Deswegen geht die hier so runter, weil wir einfach nicht traden. Und die Kurve könnte theoretisch hochgehen bis 100.000, wenn wir halt wirklich in allen Einzeltiteln investiert werden. Dann, warum geht es ganz, ganz am Ende dann wieder, und zwar diesmal auch runter auf Null, einfach weil alle Trades beendet werden, weil da die Kursdaten aufhören und ich halt alle Trades am Ende dann auch beende. Wir haben wieder so einen ähnlichen Verlauf, wie wir den auch vorher schon hatten. Hier, also ab Dotcom-Blase bis Finanzkrise, schöner Aufwärtstrend, dann kommt die Finanzkrise und dann kommt man im zweiten richtig schönen Weg nach oben. Außer im 2015 machen wir nochmal hier so einen Einbruch. Okay, prinzipiell sieht die Equity auch wieder gut aus. Und irgendwie merkt ihr schon, ich habe hier ein Aber schon auf der Zunge. Sie sieht nämlich gar nicht so viel anders aus wie das, was wir vorher hatten, wenn wir nur einen Parameter verwendet haben. Es ist interessant, dass die Kombination von mehreren Freiheitsgraden hier gar nicht wirklich gefruchtet hat, wie es sonst so oft der Fall ist. Ich kann auch jetzt schon sagen, eigentlich würde hier nach wie vor einer reichen. Aber jetzt, bevor wir dazu kommen, will ich erstmal alle vier Varianten mal in einem Bild betrachten, dass wir auch alle die Übersicht haben, wie es denn so aussieht. Okay, und zwar hier in diesem Bild. Ihr braucht gar nicht reinzoomen, also ich könnte es größer machen, noch ein bisschen, weil ich ja nie hier auf Vollbildschirm gehe, damit ich das Chatfenster noch sehe, um noch online hier auf eure Fragen eingehen zu können. Das ist übrigens wirklich der Grund, warum ich nicht auf Vollbildschirm wechsle, weil ich nur einen Bildschirm habe. Und dann haben wir hier die vier verschiedenen Varianten und ich habe einfach mal rausgepickt, was irgendwie ganz gut war. Also fangen wir oben an. Stop-Loss für den Trailing-Stop 16%, EMA 320 gibt diese Equity-Kurve. Stop-Loss 16% für den Trading initial und dann Days Since High 64 gibt diese. EMA 320, Days Since High 64 gibt diese hier
Und dann die Dreierkombination als letztes. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Natürlich hat man irgendwie ursprünglich gedacht, puh, ja, die Dreierkombination, die sollte es werden. Ist es nicht. Okay, jetzt habe ich hier zwar den Stop-Loss 32, der wirklich nicht oft zum Tragen kommt, aber ich kann euch einfach auch sagen, dass die anderen auch nicht besser sind. Es ist irgendwie nicht das Richtige. Also es ist nicht so, wie sonst, dass mehr Freiheitsgrade automatisch die Equity-Kurve, wer weiß wie, verbessern. Natürlich liegt der eigentliche Grund darin, dass ich die Einzelaktien nicht einzeln optimiere. Dann sieht das Spielchen anders aus. Da können wir uns sicher sein. Ich werde gerade nochmal nach dem Chart gefragt über die Ein- und Ausstiege. Das hatten wir letztes Mal schon. Von daher will ich jetzt hier Charts für die Ein- und Ausstiege. Das würde uns ein bisschen ja zu weit führen. Also im Zweifelsfall, wenn nochmal Unklarheiten sind, was Ein- und Ausstiege sind, dann einfach nochmal letzte Mal. Da haben wir für jeden der Varianten auch das immer jeweils an einem Chart auch nochmal erläutert, wie Ein- und Ausstiege zusammenkommen. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir wollen hier ein Aktienportfolio traden. Und diese Freiheitsgrade, die wir uns bisher gegeben haben, sind schon in Summe gut. Also steht außer Frage, die Equity-Kurven, die wir hier rauskriegen, sind gut. Kommt gleich nochmal im nächsten Bild. Aber wir sind noch nicht wirklich da, wo wir ankommen wollen. Warum ich die ganze Zeit immer sage, die sind wirklich gut. Die Frage sollte ich jetzt erstmal beantworten. Das machen wir einfach auch visuell. Ich habe jetzt hier, weil leider habe ich den S&P 100 nicht als Kurs direkt gefunden, deswegen nehme ich jetzt einfach den S&P 500 und habe das Bild so gut es geht einfach ungefähr gleich angepasst zu der Equity-Kurve. Hier kann man schon mal mehrere Sachen dann beobachten, weil das jetzt ziemlich gut, mal den Vergleich zum Index zu machen. Zwischen unserer Strategie, und ich habe jetzt hier wirklich sogar die einfachste Strategie genommen, nämlich die reine Day Since High. Und was sehen wir? Okay, natürlich, wenn wir auf den S&P 500 gucken, dann sehen wir die Finanzkrise und die ist hier richtig heftig. Also die geht von 1500 runter auf fast 500. Also wirklich heftig, heftig. So heftig trifft uns das in unserem getradeten Aktienportfolio bei weitem nicht. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind von der Methode her schon gut, hier nicht uns davon volltreffen zu lassen. Warum gucke ich immer so gerade sehr auch auf diese Finanzkrise? Ich will ja, und das meine ich sehr, sehr ernst, diese Strategie, die wir hier entwickeln, auch wirklich überführen in ein Portfolio, was dann auch bei JFD läuft und was dann auch nachgetradet werden kann. Was ich allerdings mit erreichen will, ist, irgendwann kommt bald vielleicht mal wieder eine Finanzkrise. Okay, ehrlich gesagt warte ich da schon seit 3 Jahren drauf, dass sie endlich kommt. Aber da lag ich bisher falsch. Okay, sieht man auch, ist einfach hier munter weiter nach oben gegangen. Es ist übrigens immer wieder herrlich, auf den S&P 500 mal zu schauen, wenn man sich 18 Jahre gleichzeitig anguckt. Aber irgendwann kommt sowas wieder. Das heißt, wir müssen nach wie vor mit unserer Strategie dafür gewappnet sein, dass wir damit gut zurechtkommen. Und hier kommt auch eine Kritik von mir an dem, was wir bisher haben. Mir sind die Drawdowns immer noch zu groß, die wir hier in unserem bisherigen drin haben. Die Drawdowns sind für mich noch zu groß. Die müssen wir unbedingt noch kleiner kriegen. Vor allen Dingen mit dem, was ja vielleicht noch kommt. Grundsätzlich sind wir gewappnet für auch eine nächste Finanzkrise. Bereits schon mit diesem bestehenden Ansatz. Und selbst wenn ich hier den einfachsten nehme, Day Since High 64, selbst dann wären wir wahrscheinlich schon gewappnet. Aber mir reicht das noch nicht. Warum ich sage, wir schlagen bereits schon den Benchmark, naja gut, das kriegt man hier relativ schnell raus. Also der S&P, wenn ich mal von hier ausgehe, hat sich noch niemals verdoppelt oder ist auf dem Weg, sich zu verdoppeln. Das heißt, er hat auf dem Wert von 1500 hat er ungefähr die 1500 nochmal draufgelegt. Da schaffen wir mit dem Aktientrade deutlich mehr und deswegen
outperformt. Und selbst wenn ich hier unten hingehe, sowas wie auf das Niveau von 1000 oder knapp unter 1000, dann hat er auf dem Niveau von 1000 nochmal 2000 Punkte verdient. Aber auch das performen wir deutlich aus. Also deutlich über. Das heißt, schon jetzt ist die Strategie deutlich besser als ihr Benchmark. Aber das reicht noch nicht. Da das Day-Since-High so gut ist, sollten wir unbedingt die Variante uns nochmal genauer angucken. Wir haben dann nämlich bisher den Ausstieg aus dieser Strategie willkürlich so gewählt, dass das letzte Hoch nicht älter sein darf als zweimal für den Einstieg. Die Zahl 2, die fiel vom Himmel, die habe ich einfach mal so dahingesetzt. Das sollten wir uns mal angucken. Gar nicht, und zwar einfach dann die Variante Day Since High, aber mit verschiedenen Ausstiegen, ob wir da nicht was rauskriegen. Andere Variante, Day Since High und noch einen anderen Ausstieg dazu, allerdings nur für den Ausstieg und da vielleicht den EMA. Hintergrund ist wieder Finanzkrise. Irgendwann brechen wir halt durch solche EMAs und das geht auch durchaus sehr schnell. Und unsere Day Since High würden allerdings immer noch sagen, ja, mach mal wieder den nächsten Trade, weil das letzte Hoch kann ja bei Day Since High 64 gerade mal noch 60 Tage her sein. Und schon gehen wir wieder in den nächsten Trade. Also müssen wir noch irgendwas finden, was uns kurzfristiger hilft. Und da kann uns vielleicht der Ausstieg mit einem kleineren EMA helfen. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den haben wir bisher noch komplett weggelassen. Gerade für Aktien und für Indizes kann man eigentlich eine Beobachtung machen. Die kennt ihr auch, das oder habt das so schon gelesen. Die Volatilität, die man dann auch gerne bei den Indizes auch misst in einer Kennziffer, also für S&P 500 ist es dann der VIX, VIX und beim DAX beispielsweise mit dem VDAX, beschreibt sowas wie die Volatilität. Okay, die können wir aber eigentlich auch einfacher messen, indem wir sowas wie ein ATR machen. Ist nicht genau das Gleiche, aber hilft uns sicherlich auch. Abstiege gehen in aller Regel immer viel schneller vonstatten als Anstiege und sie gehen in aller Regel mit hoher Volatilität einher. Das Umgekehrte gibt es natürlich auch. Auch Anstiege können mit einer höheren Volatilität gehen, aber das andere gilt vor allen Dingen. Das heißt, wir können wahrscheinlich die Volatilität auch für den Ausstieg nutzen. Ich denke gar nicht an eine Variante, wo ich sage, okay, wir machen irgendwie, weil dafür hatten wir schon einen Trailing-Stop, oder wir machen jetzt den Stop-Loss auf Basis der Volatilität. Nee, das will ich gar nicht, weil das würde dazu führen, dass wir eher sowas machen würden wie, steigt die Vola, geht der Stop-Loss weg. Damit wir sozusagen nicht so leicht ausgestoppt werden. Genau das will ich aber nicht, weil wenn die Volatilität ansteigt, sollten wir vielleicht eher raus aus dem Trade. Da müssen wir uns natürlich was überlegen, wie wir definieren Anstieg der Volatilität. In Worten lässt sich das immer einfach sagen, aber wie immer müssen wir es messen und daraus sollten wir noch mal was ziehen, um Trades frühzeitig zu beenden, wenn eigentlich der Markt gerade dabei ist zu kippen. Was ihr gerade beobachtet, wir machen hier komplett andere Strategieentwicklung, wie wir sonst machen. Wenn wir ein Breakout-Szenario definieren, dann sagen wir einfach, okay, es gibt 2 Uhrzeiten und dann traden wir, und dann gucken wir, welche Uhrzeiten gehen am besten. Nee, hier bei dieser Art von Strategie können wir immer versuchen, auch Erkenntnisse aus dem Chart in die Strategie zu übertragen. Und was wir jetzt schon wissen, die Day Since High ist ein mächtiges Tool. Aber wir sind noch nicht gut genug im Ausstieg aus dem Trade. Und hier sieht es schwer danach aus, dass wir vor allen Dingen auch den Ausstieg besser timen müssen, um dann die eigentlichen, also wenn wirklich diese Crash-Phasen kommen, um dann auch keine neuen Trades zu rechnen und dann Trades also einzugehen und frühzeitig in Crash-Phasen dann auch rauszugehen. So ähnlich. Warum stocke ich gerade natürlich wieder, weil ich lese. Rechts unten, das kann sich nur auf das Bild zuvor beziehen. Oh, danke für den Hinweis.
Genau, falsch. So, so hast du es auch gerade schon geschrieben. Also vielen Dank für den Hinweis. Natürlich ist es da 320. Mit einem EMA 32 wird man bei Aktien definitiv nicht glücklich. Also auch da vielen Dank für den Hinweis. Also wir wissen Ansätze und natürlich wollen wir hier einfach im Rahmen auch dieses dann dritten Teils unsere Erkenntnisse rüberretten in die nächste Strategie und die Verbesserung. Und das wird dann der Abschluss werden. Weil wir brauchen nicht viel tun, um nochmal hier besser zu werden. Und selbst wenn nicht, das hier, die rote Kurve, Traden des Days Since High, ist auch so schon sehr erfolgreich. Grundsätzlich ließe sich noch was ganz anderes machen. Das ist allerdings jetzt dann nicht mehr so leicht möglich, auch jetzt für euch in der Nachbildung. Was wir natürlich hier auch machen könnten, wäre picken. Also, wir gucken zwar auf die 100, aber wir traden, ich sag mal, so ähnlich wie bei dieser Damas-Strategie, nur die 10 trendstärksten, nur mal als Hypothese. Egal, wie wir es jetzt messen. Und egal, was jetzt passiert, wenn diese Hitliste der 10 trendstärksten dann unter Umständen jeden Tag sich ändert und wir überlegen müssten, ob wir jetzt wieder raus oder reingehen. Also dieses Picken, Ranken und nur bestimmte Traden ist natürlich für Aktientrades ebenfalls etwas sehr Vielversprechendes. Das lässt sich aber dann definitiv nicht mehr in einem Excel-Sheet basteln, weil dann müssten wir in einem Excel-Sheet die 100 Kurse gleichzeitig drin haben. Also das würde dann wirklich nur noch mit zum Beispiel den C-Programmen geben oder halt anderen Tools, um so etwas zu kreieren. Aber von der Idee her ist das natürlich ebenfalls eine Variante, um hier noch eine Verbesserung zu erreichen, indem wir eine Methode, einen schaffen, die zur Selektion dient. Und dadurch, wenn wir da eine gute Methode haben, werden wir es sicherlich auch schaffen, den Benchmark dann zu schlagen. Weil diese ganzen Loser-Aktien sind ja im Benchmark nun mal auch drin. Also jetzt mal auf den DAX bezogen, die Deutsche Bank-Aktie ist nun mal im DAX drin. Frage, wie lange noch, aber egal. Und geht einfach nur nach Süden. Also von daher hat der Benchmark natürlich darunter zu leiden. Wir schützen uns hier durch unsere Logik schon vor solchen Aktien und deswegen hatten wir auch nie eine hundertprozentige Investitionsquote, wie man den Bildern auch entnehmen konnte. Gut, soweit für heute. Ich hoffe, es macht weiterhin neugierig, wie wir noch eine Verbesserung hinkriegen, auch wenn wir schon gut sind, auch wenn wir den Benchmark schon schlagen. Also eigentlich könnte ich morgen schon live gehen und das mit einer quasi nicht optimierten Strategie, was allerdings gut ist, weil damit kann sie auch nicht überoptimiert sein. Aber ein bisschen besser wollen wir noch werden, und zwar insbesondere, was die Drawdowns angeht. Die Ideen dazu haben wir formuliert und jetzt habe ich auch das Datum 17.10., wenn ich da nicht auch noch den dritten Schreibfehler reingesetzt habe, aber ich hoffe mal nicht. Und da werden wir dann den Abschluss auch für die Aktien machen und danach geht es natürlich wieder in den Forex-Markt, logisch. Wer Interesse hat an den Excel-Sheets, die ich gezeigt habe, klar gerne. Adresse steht hier nochmal. Und naja, in 1,5 Minuten gönnen wir mal den Blick dem Zinsentscheid, was auch immer da wieder Neues rauskommt. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Okay, soweit von mir. Euch natürlich noch einen super schönen Abend und ja, dann bis zum nächsten Webinar. Spätestens also am 17.10. Ein paar andere kleine gibt es vorher auch noch. Also einfach mal bei JFT reinschauen. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.